Ich habe dir im November 2021 drei Aktien für eine potenzielle Jahresendrallye vorgestellt. Das heißt, ich habe euch eine Prognose gegeben. Und heute schauen wir mal nach, was ist aus diesen drei Aktien geworden. Und das wird ein super spannendes Video. Bleibt dran. So, du siehst also hier schon das Video. Ne? 9. November 2021 ist es veröffentlicht worden und du kannst es nach wie vor dir auf YouTube hier anschauen. Du siehst, das hat auch hatte ganz gute Aufrufe. Vielen Leuten hat es auch gefallen. Und es ging um drei Werte. Und ich möchte mir mit dir heute mal diese drei Werte ganz genau anschauen. Ich will dir ein bisschen was erklären, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Und ich werde dir heute ein paar Sachen verraten im Laufe dieses Videos, die ich sonst hier nie auf YouTube erzähle, sondern die wir eigentlich immer nur mit den Kunden in unserer Akademie teilen. Und da geht es vor allen Dingen um Risikomanagement, Money Management. Und das sind einfach so ein paar Dinge, die vielleicht der eine oder andere von euch kennt, aber ich glaube, ganz, ganz viele kennen das noch nicht, beziehungsweise nutzen es nicht. Und deswegen ist das so ein spannendes Video. So, jetzt ohne lange Vorrede. Lasst uns einfach mal reingehen. Wir gehen mal in die Charts hinein und wir schauen uns erstmal alle drei Werte an. Also, ihr seht hier immer diese vertikale Linie, das ist der 9. November, das heißt, wir müssen immer schauen, was ist vom Tag danach dann geworden. Und du siehst hier, das ist der Russell 2000, der IWM, IWM, ne, das ist ein ETF auf den Russell. Und du siehst, Jahresendrallye, ausgefallen, nach unten ging es dann. So, dann die nächste Aktie, die haben wir hier, auch hier siehst du wieder die vertikale Linie, das ist QuantumScape Corporation. Die ging erst noch ein bisschen hoch und auch dann ging es nach unten. Und jetzt schauen wir uns noch die letzte an, nämlich das ist die Trade Desk. Und da siehst du, okay, bei der ging es ein bisschen erst nach oben und dann ging es nach unten, die ist ungefähr gleich geblieben zum heutigen Target. Ne? So, ist also alles komplett falsch gewesen? Konnte man damit kein Geld verdienen? Das mag auf den ersten Blick so scheinen. Jetzt gehen wir auch mal ganz genau rein. Und das Video übrigens vom 9. November ist ja immer noch online. Ne? Also ihr könnt euch das anschauen. Wir nehmen das auch nicht runter. Warum auch? Schaut euch das mal an und da könnt ihr wirklich mal ganz genau auch nachvollziehen, was habe ich damals gesagt und was sage ich heute. Ne? Also ihr könnt es wirklich auch vergleichen. Nicht, dass ihr denkt, ich erzähle euch halt irgendwelche verrückten Sachen. So, lasst uns also nochmal gemeinsam hier in den... wir fangen mal mit dem Russell an. Also, was war die Idee? Die Idee war, dass der Russell die ganze Zeit schon seitwärts lief und dann hier so im Oktober, November angefangen hatte, Anfang November, eine Outperformance gegenüber dem S&P zu machen. Ne? Also die kleinen Aktien waren plötzlich wieder stärker als die großen Aktien. Wir wissen alle, was zum Jahresende hin passiert ist. Die ganzen kleinen Aktien sind alle wieder zurückgefallen. Ne? Es war ein Fehlausbruch und die wenigen großen Aktien, die haben insgesamt die Märkte nach oben geschoben, ne? Mit Apple voran und all den anderen großen Names. Aber die kleinen Aktien, die liefen nicht gut. So, bedeutet das jetzt aber, dass man damit hier Geld verloren hat? Nicht unbedingt, denn was haben wir gesagt im Video? Oder was habe ich gesagt in dem Video? Ich würde einen Rücksetzer hier nochmal kaufen. Ich war long. Und ich würde diesen Rücksetzer nochmal kaufen, würde meine Position erhöhen, vielleicht sogar ein bisschen gehebelt, um zu schauen, was dann passiert. So, und jetzt schauen wir uns mal an, was passiert. Denn es ist nämlich sehr, sehr spannend, was da passiert ist. Und dafür mache ich euch den Chart hier mal ein bisschen größer. Und wir achten mal vor allem hier unten auf das Volumen. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig, denn ihr seht hier Folgendes. Der Markt hat also hier, also nochmal ganz kurz, ihr seht das hier, der Markt hat hier den Ausbruch gemacht, zack, und dann habe ich auf eine Korrektur gewartet. So, und die Korrektur, das seht ihr hier, die kam auch. So, alles gut und schön. Jetzt also blind in den Markt rein, die Korrektur kaufen? Mm-mm. Denn was ganz wichtig ist, bei solchen Korrekturen, ihr müsst genau schauen, was macht der Preis wirklich. Viele schauen auf den Preis einfach nur und sagen, oder auf die Charts, und sagen, ah, da geht es jetzt ein bisschen nach unten und da können wir doch jetzt einfach wieder so einsteigen. Das stimmt nicht, denn ihr müsst genau hinschauen. Denn hier ist was ganz, ganz Verrücktes passiert. Nämlich, schaut euch hier mal an, es gab ja in dieser Bewegung hier nach unten, gab es ja durchaus ein paar positive Tage. Ja, hier ging es nach oben, hier ging es nach oben. Aber jetzt schauen wir mal ganz genau hin. Die Tage, wo es nach unten ging, was ist denn da mit dem Volumen passiert? Und da seht ihr was sehr, sehr Spannendes, nämlich das Volumen, das ist hier angestiegen. Das heißt, wir hatten hier ein ansteigendes Volumen in eine Korrektur hinein. Und wenn sowas passiert, dann wisst ihr immer schon, da stimmt irgendwas nicht. Irgendwas passt hier nicht mehr. So, weil wenn wir auf ein neues Hoch ausbrechen, so wie das hier passiert ist,
Das heißt also, wenn Momentum in so eine Aktie kommt, in dem Fall ist das jetzt ein Index, funktioniert bei einer Aktie ganz genauso, und der Markt geht nach oben und dann kommt eine Korrektur, dann sollte diese Korrektur immer mit geringem Volumen vonstatten gehen. Das heißt also, diese hohen Preise sollten nicht genutzt werden, damit wir hier erhöhtes Volumen sehen. Und wir haben hier gesehen, dass hier das Volumen plötzlich ansteigt. Also in diese Korrektur hinein wird immer mehr verkauft. Und das war für uns ein Warnzeichen, sodass wir bei uns in der Akademie gesagt haben, hey, okay, wir wollen den Russell nach wie vor aufstocken, wir finden das gut, aber irgendwas passt nicht. Irgendwas haut nicht so richtig hin. Und deswegen haben wir gesagt, okay, lass uns mal auf ein Zeichen von Stärke warten. Und das Zeichen von Stärke wäre gewesen, wenn er hier jetzt abprallt, und wir hätten dann tatsächlich zum Beispiel hier wieder über 21er kleinen Durchschnitt oder irgendwas, da kannst du jetzt irgendwas hernehmen, da hätten wir dann den Ausbruch wieder gekauft. Also beispielsweise hier, da sagst du, über so eine Abwärtskerze kauft man, zeige ich euch gleich noch bei diesen beiden Aktien. Da das aber nicht passiert ist, habe ich die Position nicht aufgestockt, sondern ich habe sogar ganz im Gegenteil, ich habe dann alles spätestens hier, als dieser große Abwärtstag kam, hier mit dem sehr, sehr hohen Volumen. Du siehst hier, das Volumen ist deutlich höher als in den ganzen Wochen zuvor, in den ganzen Tagen zuvor, habe ich sogar meine komplette Russell-Position verkauft und bin komplett rausgegangen und war damit in diesem Marktsegment komplett flat. Das heißt also, ich hatte hier eine Idee. Ich habe mir dann angeschaut, wie entwickelt sich das Ganze. Die Idee hat im ersten Teil funktioniert, nämlich Korrektur, okay, aber sie ist nicht so passiert, wie sie hätte passieren sollen. Und dann musst du als Händler einfach umschalten und musst sagen, okay, ich will ja nicht recht haben an der Börse, ich will Geld verdienen. Und wenn der Markt etwas macht, was nicht zu deiner Meinung passt, dann liegt es einfach daran, dass es irgendwelches Wissen im Markt gibt, was du persönlich nicht hast. Ich wusste also zu dem Zeitpunkt nicht, was ist da. Diese ganzen Geschichten, Omikron und so weiter und so fort, das kam ja alles erst viel, viel später. Und ich habe bloß gemerkt, irgendwie funktioniert meine Idee nicht. Und wenn eine Idee nicht funktioniert, dann darfst du kein Ego haben, sondern musst du sagen, okay, funktioniert nicht, raus. Dann musst du dein Geld schützen. Das heißt, da musst du von dem Modus, ich will viel Geld verdienen, ich mache ja sogar was mit Hebel, in den Modus umschalten, ich will kein Geld verlieren. So, und deswegen Position beendet. Okay, also, hat nicht funktioniert, die neue Position wurde nicht eröffnet und die andere wurde mit einem kleinen Verlust geschlossen. Alles okay. Schauen wir uns die nächste Aktie an. Und zwar ist das hier die QuantumScape. Die QuantumScape seht ihr hier. Und hier ist jetzt was extrem Wichtiges, was ihr euch anschauen müsst, was die meisten Händler nicht kennen. Und zwar hat das was jetzt, ist auch völlig unabhängig davon, wie lang du im Markt bist. Also ob du jetzt sagst, du machst kurzfristiges Trading oder du machst längerfristiges Investieren und so weiter. Wichtig ist, du musst immer versuchen, möglichst risikoarm in den Markt hineinzugehen. Und wenn du einmal Gewinne hast, darfst du dir diesen nicht mehr wegnehmen lassen. So, wie sieht das aus? Ich will euch das ganz konkret hier an diesem Trade zeigen. Und falls es der ein oder andere fragt, das war tatsächlich ein Trade. Also das war jetzt kein Investment oder so. Habe ich auch in einem Video gesagt, es geht um die mögliche Jahresendrallye. Das ist Trading. Das hat jetzt nichts mit, ich investiere jetzt mal für die nächsten 10 Jahre zu. Das war reines, kurzes Trade. So, hier an dem Tag kam das Video. Und ich habe gesagt, okay, ich möchte in diese Aktie nochmal reinkaufen. Wir sehen hier, diese Aktie ist gestiegen. Die war hier von 22 ungefähr, also 22 ungefähr, war die hier bis zu dem Zeitpunkt auf ungefähr 38. Und in solchen Situationen warte ich dann immer auf einen Rücksetzer. So, kam dieser Rücksetzer? Ja, der kam. Und zwar kam der hier an dieser Stelle. Also hier, dass er da 2 Tage hintereinander nach unten ging, also an dem Tag spätestens, wurde es dann spannend und dann habe ich Folgendes gemacht, nämlich ich habe mich dann, lasst mich euch das ganz kurz zeigen, und zwar ich habe mich dann hier oben drüber einstocken lassen. Also das heißt, ich habe dann gesagt, okay, ich habe mir die Abwärtsbewegungen hier angeschaut und habe gesagt, okay, hier lasse ich mich jetzt einstocken. Hier seht ihr übrigens, dass hier diese Korrektur, anders als es vorher beim Russell, mit verringertem Volumen stattfand. Am Tag zuvor noch eine große Aufwärtsbewegung und dann kommt eine Korrektur, das Volumen geht runter, perfekt, genau sowas wollen wir sehen im Markt. So, und da ist es jetzt egal, ob das hier ein Tageschart ist oder ob ich einen Wochenchart anschaue, das spielt überhaupt keine Rolle. So, was habe ich also gemacht? Ich habe mich hier oben drüber einstocken lassen. So, jetzt wird der eine oder andere sagen, naja, okay, aber nichtsdestotrotz, der Markt ging ja bloß noch 2 Tage nach oben und oder 3 besser gesagt, und danach ging es doch auch nach unten, kann man doch auch kein Geld verdienen. Falsch, weil, guckt euch mal Folgendes an.
Als ich mich habe hier einstoppen lassen, lag mein erster Stop genau unter dem Tief des Tages. Warum? Weil wenn der Markt hier oben drüber geht und dann plötzlich wieder darunter fällt, stimmt irgendwas nicht. Das heißt, ich kann sehr, sehr entspannt an dieser Stelle meinen Stop hinsetzen. Ne? Im Wochenchart wäre das ganz genauso, das sind bloß die Prozente ein bisschen größer. Aber hier kann ich ganz entspannt also mich hier über dieser Kerze einstoppen lassen und unter dieser Kerze meinen Stop legen. So, und über was reden wir da jetzt? Da reden wir darüber, dass wir hier ein Risiko haben, und ihr seht das hier, von ungefähr 7,9, komm, machen wir es glatt, 8%. Ich habe ein Risiko von 8%. Das heißt, wenn ich also jetzt 1.000 Euro hier investiere, oder in dem Fall ja 1.000 Dollar, verliere ich 80 Dollar. Okay, damit kann ich leben. Ne? Also damit kann ich leben, das gehört einfach dazu. Ich persönlich möchte nie Stops haben, die mehr als 10% sind. 10% ist für mich das totale Maximum im aktiven Investieren. Ne? Also beim langfristigen Investieren mag das wieder ein bisschen was anderes sein, aber beim aktiven Investieren, der eine sagt das Trading dazu, der andere aktives Investieren spielt keine Rolle, da möchte ich nie mehr als 10% Risiko haben. So, und jetzt guckt euch mal an, was danach passiert ist. Danach ist nämlich was ganz Spannendes passiert, nämlich von dem Zeitpunkt hier, wo wir diese Aktie bekommen haben, bis zum Hochpunkt ist diese Aktie knapp 18% gestiegen. Das heißt, wir haben 8% Risiko gehabt und auf der anderen Seite 18% Ertrag. Bedeutet also, ich habe 80 Dollar riskiert bei 1.000 Dollar. Ne, rechnet euch das auch mit 10.000, 100.000, wie auch immer aus. Aber wir bleiben mal bei 1.000 Dollar, damit es für jeden vorstellbar ist. Ich habe also 80 Dollar riskiert und saß jetzt schon auf 180 Dollar. Also mehr als das Doppelte meines Risikos. So, und dann habe ich eins gemacht, nämlich ich habe an der Stelle die Hälfte meiner Position verkauft. Also hier bin ich dann einfach hergegangen, hier oben, und habe ganz einfach gesagt, okay, pass auf, machen wir es ganz kurz hierher, hier an dieser Stelle, Hälfte raus. Ne? Also die Hälfte habe ich an der Stelle hier verkauft. So, und was hat das zur Folge? Überlegt mal, ich habe 180 Dollar Gewinn. Ne? Ob das jetzt genau hier oben war oder ein paar Prozent weiter unten, das spielt jetzt keine Rolle, aber ich habe 180 Dollar Gewinn, davon verkaufe ich jetzt die Hälfte. Das heißt, ich nehme jetzt 90 Dollar ein. 90 Dollar Risiko habe ich auf jeden Fall noch sicher. So, ich habe bloß noch die halbe Position. Und meinen Stop, selbst wenn ich den jetzt hier unten lasse, wo der ursprüngliche Stop war, für die halbe Position, was kann ich noch verlieren? Überleg mal, was kann ich noch verlieren? Richtig, 40 Dollar. Ne? Weil ich hatte 80 Dollar Risiko, die Hälfte der Position ist weg. Das heißt, selbst wenn die jetzt zurückkommt, kann ich nur noch 40 Dollar verlieren. Das heißt, ich habe 100% einen Gewinn gemacht. Ich habe auf der Oberseite 90 Dollar Gewinn gemacht. Und ich habe auf der Unterseite plus noch 40 Dollar Risiko. Unterm Strich 50 Dollar. Ich mache das jetzt hier mal bewusst mit kleinen Summen. Ne? Niemand bei uns handelt mit 1.000 Dollar pro Position, sondern wir reden da eher, dass da eine Null oder noch eine Null hinten dran ist. Mach das mal mit 10.000 Dollar. Dann reden wir darüber, dass wir sagen, wir haben auf der Oberseite 900 Dollar Gewinn und auf der Unterseite nur noch 400 Dollar Risiko. Das heißt, wir haben 500 Dollar sicher. Aber wir machen es mit 100.000. Ich habe 9.000 Dollar oben Gewinn und auf der Unterseite plus noch 4.000 Dollar Risiko. So. Die mir maximal noch verloren gehen könnten. So, das heißt also, ich habe 5.000 auf jeden Fall verdient. Und das ist etwas, was die meisten nicht machen, sondern die meisten haben ein Risiko am Anfang von auch vielleicht 5, 6, 7, 8%. Dann sehen sie, wie die Aktie steigt und dann lassen sie sich diesen ganzen Gewinn wieder wegnehmen. Und viele überlegen, ja, ich weiß da aber auch gar nicht, wann ich verkaufen soll. Weiß ich auch nicht. Was ich aber weiß, ist, dass ich, sobald ich in einem Trade drin bin, sofort anfange, meine Verluste zu reduzieren, und wenn ich die Hälfte der Position verkaufe, dann habe ich mein Verlustrisiko halbiert, und wenn ich es im Gewinn verkaufe wie hier, habe ich sogar noch meinen Gewinn optimiert. Ne? So, ich weiß, dass viele nicht so Fans sind von diesem Teilgewinn verkaufen, aber gerade im letzten halben Jahr 2021 war das der Schlüssel zum Erfolg. Viele saßen auf ihren Positionen, die gingen nach oben und dann gingen sie wieder nach unten. So. Eingestoppt, ausgestoppt, eingestoppt, ausgestoppt, eingestoppt, ausgestoppt. Wenn ihr aber genau hinschaut und das mal so macht, gibt es noch ein bisschen ausführlicher, ne? Aber wenn ihr das mal so macht, werdet ihr feststellen, hättet ihr mit so oder einer ähnlichen Methode agiert,
dann hättet ihr locker aus jedem Trade einen kleinen Gewinn rausgeholt. Und wenn du immer, wenn die Märkte gerade nicht gut für dich sind, du holst trotzdem immer einen kleinen Gewinn raus, das macht dich zum Profi. So, das war also jetzt hier QuantumScape. So, und jetzt schauen wir uns mal die Trade Desk an. Und ihr seht hier im Grunde genommen wieder genau das gleiche Spiel. Nämlich, wir sehen hier diesen Aufwärtstag, das ist der 9., wo das Video kam. Dann sehen wir am nächsten Tag einen Abwärtstag. Das ist perfekt. Das Volumen sinkt. Also, was machen wir? Wir sagen, okay, wir gehen hier rein, über diesem Hoch. Wer bei uns im Advanced Training ist, der weiß sogar, ne, dass man sogar hier unten runter gehen könnte, also unter diese Kerze, ne, wegen dem geringen Volumen, weil wir es nicht weiter ausbauen. Und, aber wir sagen es einfach nur mal hier, Stop setzen wir hier unten drunter. So, da sehen wir schon, oh, das ist wahrscheinlich ein bisschen größerer Stop. Ist es wirklich so? Schauen wir uns mal an. Also hier, ne, wieder unter das hier, unter das Tief hier unten drunter. Und wir sehen, unser Risiko sind 9%. Okay, mehr als 9%. 10% darf es nicht sein. Wäre das größer, wäre das 12, 13, 15%, würde ich den Trade nicht machen. Dann gehe ich den Trade nicht ein, dann passt er halt ganz einfach nicht. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze an. Und was macht dann die Aktie? Die steigt dann. Einen Tag so, ne, der Tag sind wir noch nicht drin, aber hier sind wir dann drin, hier werden wir eingestoppt. Und dann geht es 3 Tage richtig schön nach oben. Und nach diesen 3 Tagen, wo sind wir dann? So, dann sind wir hier 16% im Plus. Okay, wir sind 16% im Plus, wir haben 9% Risiko, 16% im Plus. Und wenn man jetzt auch hier wieder sagt, okay, ich habe ein, kennt ihr das mit dem R, ein R, zwei R und so weiter, ne? Aber ich habe hier fast das Doppelte verdient, was ich eingenommen habe. Selbst wenn ich jetzt hier wieder ein bisschen was verkaufe oder sage, auch so eine Regel, die wir bei uns in der Akademie erklären, wenn ich 9% Risiko habe und ich liege 16% vorn, dann verliere ich kein Geld mehr an diesem Trade. Das heißt, dann schiebe ich den Stop Minimum auf Einstand. Wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr. Ne? So. Und das heißt, auch hier haben wir den Stop dann nach oben geschoben, Teilgewinn mitgenommen und sind am Ende mit dem Gewinn dann rausgegangen. So. Waren das herausragende Trades? Nein, waren es nicht. Ne? Also das heißt, von diesen 3 Trades hat eigentlich keiner so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Denn ich habe echt damit gerechnet und meine Analyse hat mir das auch so offeriert, dass da wirklich nochmal eine richtig gute Bewegung zum Jahresende kommen könnte. Aber man hat sehr, sehr schnell gemerkt, Thanksgiving war schon so ein komischer Tag, ne, dass es nicht funktioniert. Und das ist aber der Schlüssel zum Erfolg, dass du einfach lernst, wenn sich die Dinge nicht so entwickeln, wie du sie planst, dass du dann trotzdem noch gut rauskommst. Ne? Dass du immer weißt, wo gehe ich rein, wo gehe ich raus, wo ist mein Stop, wie optimiere ich meine Stops, wie reduziere ich, wenn der Trade losgeht, ist nicht dein allererstes Ziel, große Gewinne zu machen, sondern Verluste zu minimieren. Und jeder Trade kann in einem Verlust enden. Das ist nun mal so. Du kannst eingestoppt werden und danach dreht das Ding sofort raus, du kannst nichts machen und dann bist du eben ausgestoppt. Deswegen hast du einen Stop. So, weil wir eben nicht zuschauen, wie unsere Depots 30%, 40%, 50%, 60% fallen. Ne? Das können die Buy-and-Hold-Fans sagen immer, das muss man aushalten, aber halt's doch mal aus, wenn du richtiges Geld hast. Ne? Das halten doch die wenigsten aus und die allerwenigsten sind Warren Buffetts. Und deswegen musst du da ein bisschen andere Wege gehen. Und deswegen haben wir so verschiedene Strategien und Taktiken, wo wir da rausgehen können. Und das klingt jetzt vielleicht für denjenigen, der es zum allerersten Mal hört, ein bisschen kompliziert und denkt, oh, das ist doch totales Trading und das ist doch ganz kompliziert und muss man jeden Tag davor setzen. Mm-mm. Alles Tagescharts. Das heißt, wir treffen einmal am Tag eine Entscheidung, kontrollieren einmal am Tag und das war's. Also das heißt, das ist jetzt nichts für jemanden, der hauptberuflich tradet, sondern das kann auch jeder machen, der eine Firma hat, der Unternehmer ist, der Angestellter ist, der einfach sagt, hey, ich möchte Geld verdienen. Und der ganz große Punkt ist, dass du, wenn du so agierst, Zinseszinseffekt erschaffst. Weil vielleicht bist du so wie hier jetzt mal nur 3, 4 Tage in dem Trade, dann gehst du raus, suchst du wieder eine Gelegenheit. Vielleicht bist du aber auch mal, wenn die Märkte gut zu dir sind, mal wochenlang in einem Trade und machst mal 30%, 40%, 50% in einem Trade. Ganz unterschiedlich. Wichtig ist aber, versuch aus jedem Trade das Optimum rauszuholen. Und wenn du nicht weißt, wo steige ich ein, wo steige ich aus, wo nehme ich Gewinne mit, wie ziehe ich Stops nach? Ne? Und das war jetzt mal ein Ausschnitt hier, was ich euch hier gezeigt habe. Aber wenn du diese 4 Punkte nicht weißt, dann hast du keinen Plan. Dann bist du planlos. Und immer wenn du planlos an der Börse bist, ist das sehr, sehr gefährlich, weil dann wird dir über kurz oder lang der Markt ein böses Erwachen geben, weil der plötzlich Dinge macht, die du nicht erwartest.
Und wenn du in diesem Hope-Modus bist, wird schon alles gut gehen. Eines Tages ist das vorbei. Deswegen ist deine wichtigste Aufgabe, wenn du dich um dein eigenes Geld kümmerst, dass du das lernst. Ja? Also, dass du selber verstehst, was machst du an den Märkten. Und deswegen ist das die wichtige Aufgabe. Und deswegen kann man auch gerade aus solchen Trades, die nicht so perfekt waren, eine Menge lernen. Wie gesagt, das ist nichts fürs Lehrbuch. Das ist nichts, wo man sagt, hey, guck mal hier, was ich für tolle Trades hier aufgerufen habe, sondern das sind, ich nenne das jetzt mal Arbeitstrades. Ja, also da muss man schon was machen dafür. Das sind jetzt nicht die Dinger, die man kauft, dann gehen die durch die Decke und du hast ein paar 100%. Und das sind keine Angebetrades hier, sondern das ist einfach Arbeit. Das ist einfach ganz stinknormale tagtägliche Arbeit, die du als Profi machst. Aber wenn du das halt machst, verdienst du Geld an den Märkten. Und das ist doch eigentlich der Punkt, den wir alle wollen. Ne? So, wenn du jetzt sagst, hey, ich habe genau das Gleiche erlebt im Jahr 2021, gerade zum Ende des Jahres. Ne? Ich habe viele Ausbrüche gekauft und dann sind die wieder abverkauft worden. Ich habe nichts so richtig gefunden mit Stärke kaufen und ich hatte auch keinen richtigen Plan oder so. Ne? Dann lass uns mal miteinander sprechen. Trag dich mal ein für ein kostenloses Erstgespräch auf jensraube.de/termin und wir reden mal darüber. Und dann können wir dir mal zeigen, was da möglich ist. Und wie gesagt, das, was ich dir jetzt hier gezeigt habe, das ist keine Raketenwissenschaft. Das sind ganz simple, strikte Regeln, die stehen in Checklisten drin, die kann man nachvollziehen. Total easy und man muss halt bloß mal gezeigt kriegen. Ne? Okay, in diesem Sinne. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart im ersten Video des neuen Jahres. Ne? Das war es ja, das erste Video des neuen Jahres. Ich freue mich auf mehr, was kommt und nächste Woche übrigens neues Büro. Dann sieht es auch hier wieder ein bisschen anders aus. Freue ich mich sehr darauf und dann gibt es diese Woche noch zwei tolle Videos. Freut euch drauf. Also, danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr mir so treu seid. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann abonniert diesen Kanal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder, damit ihr nicht verpasst. Bis dahin, tschüss, servus, macht's gut, bye bye.